Servus, Havarere auf meinem Kanal. Das wird jetzt das Video sein, wo einige darauf gewartet haben. Es geht nach Holbosch. Auf geht's. Nach ziemlich genau 2,5 Stunden sind wir jetzt in Chiquila angekommen. Und jetzt werden wir uns ein Ticket für die Fähre kaufen und mit der nächsten Fähre nach Holbosch fahren. So schaut's aus. Die Fähre hat jetzt pro Person 220 Pesos gekostet. Soll ca. eine halbe Stunde unterwegs sein. So schaut die aus. Sind wir von der Fähre runter? Hola. Servus. Ah, Havarere. Seit einer halben Stunde drückt es mich schon. Jetzt müssen wir unbedingt was finden, was trinken und dann gleich zum Sorgen. Ah, Mann, nee. Brunzen. Auf dem Weg jetzt. Zur Unterkunft hat es von einer Minute zur anderen angefangen zum Ringen. Brutal. Ich bin in Holbosch. Das ist jetzt unsere neue Unterkunft. Und jetzt kommt eine kleine Roomtour.
in Holbosch, wenn es einmal gerenkt hat. Das ist echt, durch das, dass da keine befestigte Straße ist, sondern nur so Sand, ja, Sandwege, ist das dann schon eine Herausforderung, trockenen Fußes von A nach B zu kommen. Gestern, als wir angekommen sind, hat es 20 Minuten, eine halbe Stunde richtig gerenkt. Und dann war es heimgehen, das war echt schwierig. So um die Pfützen da außen rum, schon heftig gewesen. Und das sind nicht bloß irgendwie kleine Pfützen, das sind schon richtige Wasserlachen. Wir machen heute mal eine Wanderung zum Playa Punta Cocos. Das ist eine der Spitzen von Holbosch. Also es gibt zwei so Aussichtspunkte. Der eine, der ist östlich, der andere ist westlich und wir gehen heute zur östlichen Spitze und sind jetzt gespannt, was auf uns zukommt. Jetzt sind wir sage und schreibe, also doch schon, ich glaube 10 Minuten gelaufen. Machen mal ein Päuschen. Nicht, weil wir es verdient haben, weil wir Urlaub haben. Nach gute 20 Minuten, eine halbe Stunde zum Laufen aus dem Zentrum raus, ist man am Playa de Coco. Schauen wir mal hier. Jetzt zwickt er. Erst einmal danke, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei geblieben seid. Das mit dem Daumen, das wisst ihr ja. Wäre nett. Im nächsten Teil geht es auf die andere Seite von Holbosch. Und ich verspreche nicht zu viel, die wird schöner. Also, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Wart's noch mal schnell. Zum Zimmer wollte ich noch schnell was sagen. 110 Euro die Nacht. Es war ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau, die nicht gefilmt werden will.
müssen wir alle akzeptieren. Aber es war überteuert. Das Zimmer war okay, riesengroß, es war die Lage nicht schlecht, aber 110 Euro für Mexiko. Muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ich darf es nicht mehr machen. Aus Fehlern lernt man. Aber jetzt wirklich, gehört euch, servus.